Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Animal Crossing New Horizons. Und ich muss euch das einmal zeigen. Es sind 8 Leute online. Und was spielen diese 8 Leute? Alle Animal Crossing. Ich glaube, so viele Leute hatte ich noch nie gleichzeitig online bei der Switch erstens. Und zweitens, dass sie alle dasselbe spielen. Bei Smash Bros. War das ähnlich, aber ich glaube, nicht mal da waren es 8 Leute. Naja, auf jeden Fall rein. Nein, ich habe das Update noch nicht. Dein Ernst? Rein ins entschleunigte Abenteuer. Ich freue mich. Ich habe das schon vorbestellt und jetzt ist es endlich da. Ich habe schon gesehen, dass ganz viele schon um 0 Uhr das halt gespielt haben, weil es da freigeschalten worden ist. Sie haben sich das wohl alle digital geholt oder was. Aber meine Cartridge, ich bin ein Cartridge-Fan, Leute, kam leider erst heute Morgen an und dann musste ich halt noch ein bisschen Schule machen. Deswegen jetzt erst um fast 17 Uhr bin ich endlich reif für das Inselpaket. Und ich werde nicht Nook sagen, wie von Raccoon oder sowas, sondern ich werde den Nook nennen. Das ist Tom Nook für mich, Leute. Und das sind Nepp und Schlepp. Oh, ich habe das so vermisst, dass sie so komisch reden. Ah, guten Tag. Tritt näher, nur kein Scheu. Nicht zu schüchtern. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Denn du hast dich für Nooks Reif für die Inselpaket entschieden. Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freude, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp. Und Schlepp. Ich glaube, im Englischen heißen die Timmy und Tommy, nicht wahr? Da sind sowieso die Namen ein bisschen verändert worden im Deutschen. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber mich juckt das nicht, Leute. So, wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und dir dort weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber genug der langen Einleitung. Du kannst es sicher kaum erwarten, zu deiner Insel aufzubrechen. Zuerst ein paar Formalitäten. Teilst du uns bitte den Namen und Geburtsdatum mit? Das wäre lieb. Klar, ich bin natürlich der Dizzy Schmizzy. Ich liebe das, wie die diese Buchstaben sagen. K. K. Y. Okay, Dizzy. Ja, Dizzy ist mein Name, das ist korrekt. Und ich habe am 23.12. tatsächlich Geburtstag, ja? Ah, oh, so. Dizzy also, okay. Als nächstes würden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Also, ich bin natürlich männlich, auf jeden Fall, als ich das letzte Mal noch geguckt hatte. Was sind das für Augen? Holy shit. So, also eigentlich bin ich halt so übelst blass gerade. Wegen der Quarantäne, auch wenn mein Lebensstil davor auch schon Quarantäne-mäßige Zustände hatte. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem lieber diese Hautfarbe hier. Was haben wir sonst noch? Schöne Frisuren. Wie, nur 8 an der Zahl? Ich gehe mal davon aus, dass es später noch einen Friseur gibt. Wieso gibt es hier auch solche weiblichen? Die oberen sind doch alle weiblich. Okay, Unisex. Das sieht sehr lesbisch aus, wenn ich ehrlich bin. Egal, sieht halt alles doof aus. Wir nehmen erstmal die Haare, weil die am stylischsten aussehen. Und die müssen aber dunkler. Ich habe so fast schwarze Haare. Aber sie sind schon noch braun. Erkennt man das als braun? Uff, ich glaube, ich nehme die. Ja, das kommt am nächsten dran. Und Augen? Wie süß. Vor allem, das ist alles so ein bisschen 3D-mäßig. Also die Augen gehen so ein bisschen... Die haben sogar so Augenhöhlen. Ah, oh, man kann sogar so Anime-Augen nehmen. Ja, ich nehme auf jeden Fall. Das sind einfach kleine Pac-Man-Augen. Okay, die Pac-Man-Augen gefallen mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Gibt ja noch so verschlafene Augen. Passen eigentlich auch. Die sehen schon arg komisch aus, oder? Aber ich finde das witzig, wenn er blinzelt. Pac-Man! Kann man die Augen später noch ändern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, ich nehme erstmal diese verschlafenen Augen. Die gefallen mir ganz gut. Und dazu den Dreiermund. So ein Katzenmund halt. Okay, das sind wir. Glaube ich. Aussehen ist später änderbar. Na dann auf jeden Fall. Auf geht's. Oh, du bist ja richtig schön. Gut, dann suchen wir dir jetzt eine schöne Insel aus, ja? Welche möchtest du denn haben? Okay, ich habe mir schon ein Video dazu angeguckt, auf was man da achten soll bei der Inselauswahl. Und ich glaube, es war schlecht, wenn die Ausgänge von den Wassern beide unten sind. Das heißt, oben rechts und unten links fallen raus, so wie ich das mitbekommen habe. Weil man da dann weniger verändern kann, weil in diesem Animal Crossing kann man ja Terraforming betreiben. Und oben links und unten rechts geben sich jetzt nicht so viel, oder? Die Steinformationen sind ein bisschen anders. Bei dem unten rechts, da hat das Wasser halt noch so einen Abzweiger. Finde ich eigentlich ganz geil. Und das Wasser kommt mehr aus so einem See raus, als nur aus so einem Tümpel wie oben links.
Ah, das ist ja jetzt schon schwierig. Was mache ich? Was mache ich bloß? Und ich glaube, ich nehme unten rechts. Das ist meine Insel. Gute Wahl, sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine, nein, unsere neue Heimat fest. Eine letzte Frage noch. Was von den folgenden Dingen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ein Schlafsack, eine Lampe oder was zu essen oder etwas zum Zeitvertreib. Gibt's da Internet? Wenn es da Internet gibt, dann würde ich gerne meinen Laptop mitnehmen oder zumindest mein iPad, damit ich Sachen machen kann. Also Netflix muss schon sein. Ja, etwas zum Zeitvertreib natürlich. Alles andere kann man auch so finden. Essen gibt's da bestimmt, einen Schlafsack kann man sich irgendwie bauen, eine Lampe juckt mich nicht. So, interessant, das lässt wirklich tief blicken. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgende Durchsage. Der Noking-Flug im Rahmen des Reif für die Insel-Pakets ist jetzt zum Einsteigen bereit. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Flugsteig. Oh, ich freue mich. Die sind so süß. So knuffig. Guten Tag. Guten Tag, liebe Fahrgäste. Fluggäste meinte ich natürlich. Willkommen an Bord des Charterflugs im Rahmen von Noking-Reif für die Insel-Paket. Bitte entspannen Sie sich bei einer kostenlosen Videoeinführung in das Leben auf einer einsamen Insel. Ich hab übrigens noch gar keine Ahnung. Oh, eine Riesenzikade! Wie meine Insel heißen soll. Das wird gleich noch ein bisschen blöd, wenn die mich nach einem Inselnamen fragen. Guck mal, was man alles machen kann. Man kann reden. Ist das einfach der Trailer, den die auch bei der Nintendo Direct gezeigt haben? Sind wir das da links oder ist das irgendein Typ? Ist das jetzt Zufall? Dass der genauso aussieht wie wir? No one knows. Schönes Bild. Oh, ich habe so Bock, das auch mit anderen zu spielen. Man kann das ja, glaube ich, online mit 8 Leuten oder so spielen. Das möchte ich auf jeden Fall auch machen. Das habe ich früher nämlich geliebt. Ich habe gesuchtet an Animal Crossing Wild World richtig viel und das auf dem Gamecube. Da hatte ich sogar die goldene Statue, Leute. Ich hatte auch die Wii-Version, beziehungsweise ich hatte halt alle Animal Crossings. Aber Gamecube und Wild World tatsächlich am meisten gespielt. So gespannt, wie das auch alles mit dem Crafting und so wird. Ob das vielleicht zu viel Veränderung für mich ist? Aber gucken. Die Dodo Airline. Da wären wir endlich. So leid es mir tut, aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um alles an das Einleben in ihrer neuen Inselheimat zu erleichtern. Bitte begebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef euch schon erwarten sollte. Was ist das denn für ein... Hallo? Bist du ein Wrestler oder so? What the fuck? Das ist einfach ein Robo-Chicken oder was? Der Lutz. Lol. Ist das der Jay? Das ist ja witzig. Folgen wir unseren Anführern. Schnell. Werde dich nicht töten. Keine Sorge. Oh, er ist die Nummer 4. Das macht mir Angst. Weil ich habe gestern auch Beastars geguckt. Und da gab es auch die Nummer 4. Und die hat alle Leute getötet, Leute. Spoiler. Okay, hi. Hallo, Luke. Sind wir vollzählig? Ich ruf mal besser alle auf. Nadine? Ja, bin hier. Lutz? Ja, bin auch da. Dizzy? Ich bin das, ne? Super, dann sind ja alle da. Na Chef, hier hätten wir die drei Mutigen, die ein neues Leben auf dieser Insel beginnen wollen. Ausgezeichnet, ja. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Nook Inc., euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterung, ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht allein im Regen stehen. Wir werden euch hier wohnen und euch lückenlos betreuen. All das im Reif für die Inselpaket inklusive. Aber eins nach dem anderen. Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen suchen. Gehört ja schließlich dazu. Okay, so, wir haben auf jeden Fall als Früchte Kirschen, wie es aussieht. Das ist toll. Wir können natürlich auch laufen. Ach, das ist aber schön. Das ist auch so wie bei Wild World, dass das hier immer so ein bisschen mit nach oben schwankt und so, dass das nicht einfach eine normale Draufsicht ist. Das ist halt alles so ein bisschen verformt. Das ist schön. Gut, wo wollen wir denn leben, Leute? Wollen wir... Lol. Okay, wollen wir hier am Strand leben? Wie sieht denn unsere Karte eigentlich aus? Ich habe das alles schon wieder vergessen. So, da unten ist ja dann unser Zeltplatz. Ist die Frage, ob da dann auch die Verkaufsstelle und so ist? Ich glaube, ich will aber eher weiter oben leben. Wenn wir da überhaupt schon hin können. Oh nein, können wir überhaupt übers Wasser? Nee, ne? Oh nein, bin ich jetzt hier eingesperrt hier unten? Ja, ich komme da gar nicht rüber. Was ist das denn? Oh nö. Ich bin hier unten eingesperrt. Toll.
dann war das vielleicht doch eine dumme Idee, oder? Oder ist man am Anfang immer eingesperrt? Ich will aber nicht hier unten leben. Ich will oberhalb des Flusses leben. Na gut, dann aber schon in dieser Ausbuchtung hier, oder? Irgendwo hier. Zwischen den Gewässern. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, ist doch perfekt, oder? Da müsste ein Baum aus dem Weg gemacht werden. Ja, mach das mal. Jetzt steht das schon. Man darf nicht nochmal rumlaufen, um zu gucken, wie es aussieht. Na gut. Ja, mein Zelt steht. Damit ist die einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Naja, alleine bin ich ja trotzdem noch, obwohl hier ein Zelt steht. Okay, wir können auf jeden Fall hier hinten durchlaufen. Wir sind hier schön beim Wasserfall. Doch, doch, ich glaube, das ist ganz gut. Hätte vielleicht noch ein Teil weiter nach links gekonnt. Wenn ich ehrlich bin, können wir da eigentlich schon reingehen? Nee. Tom Luke braucht mich noch. Ich schaue mir mein Zelt später an. Na gut. So, Zelt steht. Ah, Dizzy, hast du ein schönes Fleckchen für dein Zelt gefunden, ja? Cool, cool. Damit bist du der Erste. Die anderen suchen noch. Du kannst ihnen bestimmt helfen. Okay. Hey, hau. Ich bin Lutz. Schön, dich kennenzulernen, Affenzahn. Dein Zelt steht schon. Ich suche noch nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mit denen in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann, Affenzahn. Der Fleck hier scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Dizzy? Nee, ich such dir einen Platz, ja? Was? Du hilfst mir bei der Suche nach dem idealen Standort für mein Zelt, Dizzy. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und du behandelst mich wie einen alten Sportsfreund. Warum habe ich so einen blöden Typen? Ich will nicht so einen komischen Mecker-Enten-Dingsbums haben. Okay, der soll ganz weit weg von mir wohnen, damit das schon mal klar ist. Der ist ja richtig unsympathisch, der soll weg. Lutz lebt jetzt einfach hier unten. Ja, ja. Ja, ja, hier ist gut. Alles super. Gut, haben wir das auch. Aber da war noch ein anderer Typ, oder? Die Nadine, genau, wo ist die denn? Hallo, Nadine. Du Monobrauer. Du bist... Nee, echt jetzt, verrat's mir nicht. Du bist Dizzy, stimmt doch, oder? Habe ich mir doch gleich gedacht, dass ich darauf komme. Ich bin die Nadine. Glaubst ja gar nicht, wie ich mich auf das ganze Insel-Ding hier freue. Guck an, hast du auch schon einen Platz für dein Zelt gefunden? Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt. Aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Da habe ich voll alte Baumschule ein Stöckchen geschmissen. Dass da genau hier gelandet ist. Klar, die Methode mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis zählt. Bin ich nicht genial? Klar, sieht gut aus. Dann geh doch einfach hier hin. Ja, das passt schon. Ja, ja, großartig. Perfektes Plätzchen für dich. Darauf gibt's erstmal den gepflegten Blumenregen. Moment, Lutz, der... Der ollen Luftpumpe hast du auch beim Zeltaufbau geholfen, oder was? Gänseblümchen bist echt eine Granate. Mal ehrlich, am Anfang dachte ich mir, dass es hier auch ganz schnell ganz langweilig werden könnte. Aber mit dem Gänseblümchen wie dir im Beet mache ich mir inzwischen gar keine Rübe mehr. Was ist mit dir? Nadine, was ist mit dir? Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Aber natürlich muss man nichts überstürzen. Lieber reiflich überlegen und mal drüber schlafen. Jedenfalls ist das nun geklärt und wir können uns Wichtigerem zuwenden. Und zwar einer großen Einzugsparty zu euren Ehren. Stilecht mit tollem Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Dazu müssen sie zwar erstmal ein paar Kleinigkeiten beschaffen, aber da wir ja jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir so ein bisschen unser Teamwork üben. Dann mal sehen. Nepp, Nadine, Schlepp und Lutz machen den Festplatzparty fertig. Dizzy und ich sorgen dabei für Feuerholz und vielleicht etwas Leckeres zu essen. Gut, alles klar. Na dann auf. Bam. Ich schätze, wir brauchen 10 Äste. Das sollte hinkommen. Ast Nummer 1. Ast Nummer 2. Ast Nummer 3. Alter. Ast Nummer 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Geil, ich habe alle... Ich sollte vielleicht meine Jobwahl nochmal überdenken. Ich glaube, in Ast aufheben bin ich richtig gut. Aha, da bist du ja wieder. Lass mal rüberwachsen, die Äste. Während du Feuerholz gesucht hast, habe ich die Früchte angeguckt und anscheinend haben wir hier Kirschen. Sie sehen auf jeden Fall aus wie Kirschen und duften wie Kirschen. Ja, sie schmecken so wie Kirschen. Aber es sind Frühstücksflakes. Obwohl noch was fehlt? Nein, alles da, jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Ja, lass uns Party machen. Puff. Endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber Junge, Junge! Eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Mit genug Geduld und Spucke wird auch aus dem verlassensten Inselchen ein... Nein, verlassen kann man diese Insel nun ja nicht mehr nennen. Ein richtiger Name, Mr. Herr. Ja, ich weiß schon, dass man nur 10 Buchstaben da reingeben darf. Ich wollte meine Insel eigentlich Dizzy Kackerland nennen, aber das passt leider nicht. Nennen wir sie Dizzymania. I don't care. Ja, ja, Dizzymania klingt gut. Okay, dann ruft jetzt jeder den Namen, der eben in den Sinn gekommen ist. Bereit? Los! Klapperoog! Muckingen! Nuckland!
Herrlich, wie viel Fantasie ihr habt. Ganz klar, bei solch tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut die Namen und ihr klatscht für den, den ihr möchtet. Wie Demokratie hier oder was? Dein Enthusiasmus gefällt mir, Dizzy. Lass mich mit deinem anfangen. Also, der Vorschlag von Dizzy war... Dizzy Mania. Keine Ahnung. Ja, scheint gut zu sein. Na sowas. Das ist ja ein richtiger Publikumsliebling. Alle klatschen. Also wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Dizzy Mania. Das ist aber keine richtige Demokratie hier. Ja, klaro. Das ist super geil. Ja, spitze. Gut, dann heißt jetzt diese schöne Insel Dizzy Mania. Da du den Namen dazu beigesteuert hast, Dizzy, möchte ich, dass du auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen dabei bist. Oh nein. Nein, jetzt bin ich Inselsprecher. Ich war doch nie ein Sprecher von irgendwas. Das kann, nein, das ist nicht gut. Auf mich ist kein Verlass. Überleg das lieber nochmal, Tom. Und Dizzy, hast du noch ein paar Worte für uns? Klar, ein paar Worte. Ein paar Worte. Ja, sehr gut, Dizzy. Du machst hier wohl einen Witz aus uns. Na gut, heute war ein anstrengender Tag. Lass uns anstoßen. Dann alle zusammen. Prost auf Dizzy Mania und alle, die hier wohnen werden. Zum Wohl. Zack, Kampai. Süß. So knuffig. Ich freue mich voll. Ja, Animal Crossing. Oh mein Gott, du hast ein Schell. Ja, machst du gut auf jeden Fall. Na, genießt du das Lagerfeuer? Gespräche am Lagerfeuer bleiben lange im Gedächtnis. Wenn wir hier so mit Saft aus den heimischen Kirchen anstoßen, sind wir wie eine richtige kleine Familie. Ich werde auf dich aufpassen wie ein großer Bruder. Und Nadine, Monobrauer meine ich natürlich. Was hast du so? Ja, wir feiern ja alle zusammen diese Mania. Da geht mir ja mein Blumenherz auf. Eine Lagerfeuerparty auf der einsamen Insel, nicht schlecht, Herr Specht. Ich finde die wirklich beide doof. Aber Lutz ist schon noch cooler als Nadine. Ich weiß gar nicht, warum ich Nadine jetzt so nah an mein Zelt rangepackt hat. Das war nicht so schlau. Er trägt das sogar. Süß, ey. Aber das sind sowieso die besten Strohhalme. Die kann man am Ende noch essen. Die sind aus so ein Kekszeug, ne? Kannst du doppelt nutzen. Und umweltfreundlich sind sie auch noch. Ah, Dizzy Mania, Dizzy Mania. Das geht gut über die Lippen. Da hattest du wirklich eine tolle Idee. I know, right? Oh, Dizzy, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in dein Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiterbrennt. Oh, warte, ich habe noch was Kleines für dich. Oh, ein Bettchen. Also ein Möbelstück. Mein eigenes Feldbett ist nicht dein Ernst. Dankeschön. Bis morgen, meine Freunde, auf dass wir eine tolle kleine Insel erschaffen werden. Na, dann schauen wir doch mal in unser schönes Zeltchen rein. Der Nook hat uns auf jeden Fall, also der Tom, ein paar Kisten hier gelassen mit einem Radio und einer Lampe, die man auch wahrscheinlich anmachen kann. Sehr geil. Und er hat uns ja eben noch so ein Bett gegeben. Und deswegen erstmal Feldbett platzieren. Ach, das ist ein Feld. Nein, ich will nicht schlafen. Oh, Moment. Unkraut muss hier auf jeden Fall auch rein. So, schön. Jetzt sieht das aus wie bei mir zu Hause. Zumindest so ein bisschen. Alles klar. Nur liege ich auf dem Boden und nicht auf so ein Feldbett. Ja, ja. Dann lass mal schlafen. Ich will schon wieder. Oh Mann. Gute Nacht, Unkraut. Gute Nacht, Lampe. Gute Nacht, Radio. Ach, der KK Slider. KK. Lol, der hat ein neues Muster bekommen. Hat er für eine geile Stimme bekommen. War die nicht früher tiefer? Ah, du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen. Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gib im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Aber wen juckst? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merk dir eins, niemand kommt auf Dauer ganz alleine über die Runden. Wenn es da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Er ist ja richtig philosophisch hier unterwegs. Oh, aber schreib dir die Sache mit dem Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden. Klingt gut, oder? Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Dann mal viel Spaß. Das klingt so ein bisschen, als wenn wir hier noch in der Matrix wären. Nimmst du die rote Pille, wirst du synchron mit der echten Zeit leben. Aber nimmst du die blaue Pille, bleibst du im Traum zurück. Das ist so richtig schön entschleunigend, dieses Spiel. I like. So, jetzt sind wir in der echten Welt. Dizzy! Bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus deinem Schlaf erschreckt. Klar, ich habe hier locker 2 Minuten geschlafen. Unkraut nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Das ist mein Glücksunkraut. Gut, Tierchen. Oh, wir haben sogar Post! Bestimmt von Mama. Mama schreibt dann immer. Ach, da bist du ja. Zuerst einmal, bitteschön, ein Smartphone für dich.
das überraschend ähnlich wie ein iPhone aussieht. Aber es ist ein Nokphone. Das habe ich selber entwickelt und nicht von Apple abgeguckt. Nein, nein. Aber das sieht ja genauso aus wie ein iPhone. Auch die Apps und so. Da ist einfach nur dein Blatt hinten drauf geklebt. Moment, man kann die Sticker hier hinten sogar abmachen. Hä, da ist das Apple-Symbol. Was soll das denn? Achso, und hier habe ich noch eine Liste für dich. Das ist die Rechnung. Naja, Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern. Und das Nokphone natürlich. Das haben wir einfach so... Er tut so, als ob er mir das schenkt. Und in Wirklichkeit will er dafür auch Geld haben. Ja, ja, sagen wir mal, das kostet 49.800 Sternis. What the fuck? What the fuck, so viel habe ich nicht. Nok, du nimmst mich hier voll aus. Haha, tja, Dizzy, das ist nicht mein Problem. Du bringst mir das Geld oder ich bring dich um. Gut, Dizzy, du hast Zeit bis nächste Woche. Wenn du bis dahin die Sternis mir nicht vorbeigebracht hast, dann wird meine Assistentin zu dir kommen und dich vermöbeln. Sei gewarnt. Ah, man kann auch Meilen sammeln, indem man einfach nur lebt. Und statt 49.800 Sternis zu bezahlen, kann man auch einfach nur 5.000 Meilen dafür ausgeben. Es gibt also quasi zwei Währungen in diesem Spiel. Also dafür, dass ich hier Bürgermeister bin, ist das schon ein bisschen frech, dass ich das alles selbst bezahlen muss, oder? Ja, ich habe eine neue Rechnung bekommen. Endlich kann ich meinen Kredit abbezahlen, wie ein Erwachsener. Juhu. Gut, und Mama hat uns bestimmt geschrieben. Nee, Nintendo tatsächlich. Nintendo ist nicht meine Mama. Aber die schenken uns sogar was. Lieber Dizzy, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Dein Team von Nintendo. Schmeißen wir weg. Blöder Drecksbrief. Vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir noch ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Lol. Das war einfach ein Day-1-Patch. Also die musste man sogar runterladen, damit man spielen kann. Und selbst dafür gibt es ein Geschenk. Wahrscheinlich irgendwas mit Ostern, kann ich mir vorstellen. Eine Befehlsbank. Was? Was für ein Ding? Behelfswerkbank. Ah. Und eine Nintendo Switch. Ja, nett. Was ist das denn hier eigentlich? Erlernen? Okay, das kommt wahrscheinlich später. Man kann ja auch craften und sowas in diesem Spiel, habe ich beim Trailer gesehen. Dass man dann so Materialien aufhebt, wie Stöcker und so ein Kram. Und sich dann selber Sachen craften kann. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also es ist mehr RPG-mäßig als früher auf jeden Fall. Und wir haben eine Nintendo Switch. Und wie sich das gehört, legen wir die natürlich einfach auf den Boden. Wie alles, was wir besitzen. Oh, das ist eine sehr große Nintendo Switch. Können wir auch einschalten. Das macht sogar dieses Klickgeräusch von der Switch. Klick, nice. Gut, ja, mehr brauche ich nicht. Eine Switch, Licht. Licht brauche ich eigentlich auch nicht. Bett brauche ich auch nicht. Eigentlich nur die Switch. Gut, wir können doch mal kurz in unser Handy reingucken. Eine Kamera gibt es. Oh, es gibt hier sogar verschiedene Farben. Lol. Das ist ja mega gut. Foto. Das war aber unscharf. Mach nochmal ein besseres. Warum sind die so unscharf? What the fuck? Guck, da ist es. Ein unscharfes Bild von uns. Dizzy Mania an sich. Vielen Dank für die Teilnahme an Nook. Nooks Reif für die Insel Paket. Für den Flug zur Insel erhältst du deine ersten Nook-Meilen. Cool. Angelmeister, Insektenjäger, soziales Tier. Oh Gott, oha, hier gibt es ja richtig viele Dinger. Okay, so das sind quasi alles so ein bisschen Nebenquest-mäßig, damit man weiß, was man machen kann. Weil früher bei Animal Crossing war das ja immer eher, dass man da allein auf sich alleine gestellt ist, was man so machen will. Und wir haben noch Fotofreund, weil wir die Kamera verwendet haben. Nochmal 300. Oh mein, okay, man hat auf jeden Fall einiges zu tun. Man kann noch seine Designs anpassen. Notrettung. Wenn man irgendwo festhängt, ne? Dann wird man zu seinem Zelt, glaube ich, wieder zurückteleportet. Aha, und hier kann man auch den Titel auswählen. Ach du Scheiße, gibt es viele Titel. Allererster Bruder. Ach so. Ah. Man kann quasi von beiden Seiten ein Wort auswählen. Und dann ist man das. Ich bin auf jeden Fall ein Wild World. Ein Wild World Nesthäkchen. Finde ich gut. Bin ein bisschen blöd, dass wir Kirschen haben. Ich hätte viel lieber Pfirsiche gehabt. Aber in Ordnung. So, da wir unseren Pass angepasst haben, kriegen wir auf Passt schon. Cool, nochmal 300 Nokmeilen. Guck mal, da haben wir schon unsere erste Miete fast abbezahlt. Mit Schwachsinn. Cool. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das erste mit dieser Folge. Ich will die jetzt nicht zu lange machen. Ich weiß nicht, ob da noch mehrere Folgen kommen, vermute ich aber schon. Aber wahrscheinlich werde ich es auch einfach nur streamen und das dann zusammenschneiden. Werden wir alles sehen, Leute. Auf jeden Fall dann erstmal danke fürs Zuschauen bei der ersten Folge. Und ja, dann bis zum nächsten Mal oder im Stream oder was auch immer. Bye, bye.